Wir haben hier zwei sehr schön aussehende Chryantra-Kristalle. Der eine ist aus Glas und der andere ist echt. Wie du das Imitat, also die gläserne Fälschung, entlarven kannst und den Unterschied zwischen beiden einfach herstellen, zeige ich dir in diesem heutigen Video. Wie kann ich einen echten Bergkristall von einem Glaskristall unterscheiden? Hier auf der linken Seite sehen wir sechs echte Bergkristalle. In der Mitte sehen wir die Glaskristalle. Und hier in der rechten Seite im Bild sehen wir auch echte Kristalle, jedoch sind diese Rauchkristalle mit einer minderwertigen Qualität. Nehmen wir uns einen echten Kristall, können wir bei diesem Kristall zum Beispiel sehr schwer Einschlüsse erkennen, was wir bei diesem Kristall wiederum sofort erkennen können. Einschlüsse sind also ein Qualitätsmerkmal für einen echten Kristall. Haben wir nun solch einen Kristall ohne Einschlüsse und nehmen im Vergleich einen Glaskristall dazu, wird die Unterscheidung schon ein wenig schwerer. Wir sehen in der Feinheit der Bearbeitung bereits schon Unterschiede. Ein absolutes Indikationsmerkmal ist jedoch die Art und Weise, wie Bergkristall und Glas zerbricht. Hier haben wir zum Beispiel einen Bergkristall, der zerbrochen ist. Wir sehen einen klaren Bruch. Glas hingegen splittert und sieht so aus. Hier oben sehen wir ebenfalls ein Stück abgebrochenen Bergkristall. Die Oberfläche ist rau, im Gegensatz zum gebrochenen Glas, wo die Oberfläche ganz glatt ist. Hier ist die Spitze abgebrochen und wir sehen eine raue Oberfläche. Die fühlt sich auch rau an. Vergleichen wir noch einmal einen etwas größeren Bergkristall mit einem etwas größeren Glaskristall. Wir sehen also im Bergkristall wieder Einschlüsse und eine deutlich feinere Verarbeitung. Im Glaskristall sind keine Einschlüsse zu sehen, da eine sehr viel gröbere Bearbeitung. Hier ist die Spitze abgebrochen und sehr glatt gebrochen. Ebenso ist es wichtig, bei den Bergkristallen aufzupassen, dass man keine Qualität erhält, die außerhalb des B-Bereiches liegt. Wie hier zum Beispiel zwei auf den ersten Blick gleich aussehende Kristalle. Jedoch ist dies eine sehr hochwertige Qualität ohne Einschlüsse. Und hier haben wir einen Rauchkristall, der also schon außerhalb der B-Qualität liegt. Hier ebenfalls, da sehen wir die dunkle Verfärbung. Abhängig von den Lichtverhältnissen kann es schwierig sein, diese Qualität auf den ersten Blick ausmachen zu können. Im Härtetest sowie im Wärmewiderstand sowie im Polariskop zeigen sich Unterschiede zu einem echten Bergkristall, welche deutlich für Glas sprechen. Bei dieser Lieferung aus Indien kann man die Merkmale eines Imitats aus Glas sehr gut erkennen. Bei Ankunft sind also schon viele Kristalle beschädigt und brechen genauso glatt immer so ein bisschen die Achse beachtet, ne? Weil wenn Sie sich den jetzt zum Beispiel so anschauen,
dann wird er auch nicht viel hell und dunkel. Das kommt also darauf an, in welche Richtung das Kristall zwischen den Polfiltern ausgelegt ist. Ne? Wenn man den jetzt um 360 Grad dreht, wird er halt viermal hell und dunkel. Und daran können Sie schon mal sehen, dass es zumindest kein Glas ist. Dann haben wir sowas, das sind so eine Erscheinung, die nennt sich undulöse Auslöschung. Da sehen Sie jetzt in der Mitte so eine krakenartige Erscheinung. Also der wird nicht immer gleichmäßig hell-dunkel, sondern die Geschichte ist halt regelmäßig. Kleine Spitze, vom Prinzip her kennt man das vielleicht von den Diamanttestern. In jedem Fall sollte man die Steine vorher immer abreiben. Wenn wir das hier mal an der Swarovski-Kristallkugel machen, sehen Sie, dass der Zeiger nicht ausschlägt, beziehungsweise nur bis Glas. Na, mache ich das an meiner Armbanduhr, sehen Sie, dass er bis korund hochgeht. Auch dabei ist es wieder so eine Sache, die hier stehen lauter Edelsteinarten drauf. Man muss dabei bedenken, die Werte der meisten Edelsteinarten überschneiden sich oder liegen halt eben sehr, sehr dicht aneinander. Aber Sie sehen hier, ne, Jadeit, Spinel, Topas ragen heraus, genauso wie Korund und dahinter dann halt eben Diamant dann auch noch und ein paar andere gibt es dann auch noch. So, jetzt halten wir das mal im Gegensatz zum Glas an den Bergkristall. So, und da sehen Sie, dass das viel höher geht. Mit der Raman-Spektroskopie lassen sich Edelsteine schnell und sicher identifizieren. Auch Behandlungen können nachgewiesen werden. Die Prüfung erfolgt in einem deutschen Labor durch einen akkreditierten Gemmologen. Die Raman-Analyse ist eine zerstörungsfreie Analysemethode, bei der die Probe mit Laserlicht bestrahlt wird. Das Licht wechselwirkt dabei mit den Molekülen und dem Kristallgitter des Materials. Ein kleiner Teil des Lichts wird dabei gestreut und ändert seine Wellenlänge. Das ist der sogenannte Raman-Effekt. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, das Raman-Spektrum stimmt mit den Referenzkurven von natürlichen Quarzen überein. Es wurden keine Behandlungen detektiert. Durch Vergleich mit Referenzspektren wird die Echtheit bestätigt. Reiner Bergkristall zeigt eine charakteristisch scharfe Bande bei 464. So können wir sicherstellen, dass Sie von uns garantiert echte, reine Bergkristall-Sriyantras in höchster Qualität erhalten. Die Zertifikate der Raman-Analyse liegen uns für jede Charge vor.